Seltene Erden und Technologiemetalle. Bei diesen Bildern kann man sich zumindest vorstellen, warum diese Elemente so heißen. So können sie aussehen, aber eben auch ganz anders. Und auch wenn der Name es nahelegt, es handelt sich dabei nicht um Erde. Und selten sind die seltenen Erden auch nicht unbedingt. Man begegnet den seltenen Erden im Alltag häufig. In Flachbildschirmen sind diese chemischen Elemente ebenso enthalten wie in Autokatalysatoren, Handys oder Energiesparlampen. 17 seltene Erden gibt es, darunter so klingende Namen wie Scandium, Lutetium, Erbium oder Europium. Daneben gibt es auch noch Technologiemetalle, wie zum Beispiel Gallium. Was macht dieses Metall so interessant? Also wir haben hier eine Originalproduzentenverpackung für Gallium. Gallium ist von den Anwendungsgebieten her sehr interessant. Also einmal vom Anwendungsgebiet selbst, aber auch von den Wachstumsraten her. Man spricht also ungefähr von 10-15% pro Jahr. Und ein Anwendungsgebiet ist beispielsweise die LED, die das also als Rohstoff zwingend erfordert. Andere Anwendungsgebiete, die man vielleicht auch kennt, ist auch das Fieberthermometer, was also mit einer speziellen Legierung das Quecksilber ersetzt. Und hier zur Veranschaulichung ist das Gallium nochmal in der PE-Flasche verpackt. PE deswegen, weil es bei 29 Grad schmilzt. Deswegen ist es also auch in dieser Flasche in dieser Form abgefüllt. Generell sind die seltenen Erden von großer Bedeutung. Grundsätzlich seltene Erden, Technologiemetalle sind von großem Interesse, nehmen also auch in den interessantesten Anwendungsgebieten immer mehr Bedeutung ein. Das heißt, bei den seltenen Erden gibt es also neben den ganzen Anwendungsgebieten in der Elektronikindustrie auch Anwendungsbereiche wie beispielsweise Windkrafträder ist gut bekannt und andere, sodass man bei einer langfristigen Betrachtung der Preise auch von einem höheren Preisniveau als jetzt und heute ausgehen kann. Der Preis stand allerdings auch schon mal wesentlich höher. Danach kam es zu einem starken Einbruch. Die Nachfrage aus der Industrie sollte auch in Zukunft gegeben sein. Wohin die Preise laufen, muss sich dann allerdings erst noch zeigen.